Hallo und herzlich willkommen, ich bin Nomis Sonder, wir sind uns hier wieder bei War Robots und heute ist der Tag, an dem das neue Update rausgekommen ist, wo einfach alle Sachen extrem gebufft worden sind. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal den Griffin drin mit Punishern, weil er meiner Meinung nach recht stark geworden ist mit Punishern. Ich bin gerade eben ein bisschen angepisst, weil es ist jetzt schon die 11., ungelogen, die 11. Aufnahme. Ich will euch eigentlich einfach mal den Griffin zeigen, wie der mit Punishern abgehen kann, weil in dem Kampf davor bin ich einfach mit dem durch vier Gegner quasi durchgerannt mit diesem Punishern. Und jetzt werde ich immer sofort am Anfang zerstört, entweder durch Ancelots oder durch irgendwelche blöden Camper. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Das ist jetzt schon die ernsthaft die 11. Aufnahme. Ich will euch einfach mal nur die Punisher zeigen und ein Video für morgen machen. Aber nein, wollen sie ja nicht, Alter. Nein, keine Einladung, bitte. Ich will jetzt alleine spielen. Ich bin gerade genervt. 11. Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie nervig das ist, wenn man 11 Aufnahmen macht und also wenn man 10 Aufnahmen macht und jede Aufnahme einfach verkackt wird, weil dieses blöde Spiel einfach es nicht auf die Reihe bekommt oder halt weil keine Ahnung was. Und wenn ich jetzt auf eine Camper-Map komme, werde ich die wieder verlassen, weil ich habe echt die Chance voll davon. Weil ich war jetzt schon 7 Mal auf einer Camper-Map und es reicht. Ja, Dead City. Bitte keine Ancelots, danke. Auf jeden Fall, ihr habt das Video davor ganz schön heftig geliked, deswegen ich jetzt auch jeden einzelnen Roboter einfach mal vorstellen werde, halt einfach diese Videoreihe beginnen werde. Ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen werde, auf jeden Fall werde ich jeden einzelnen Roboter einfach mal vorstellen und zeigen, was der kann, womit er am besten ist und so weiter. Und ohne Witz, wenn diese Aufnahme nichts wird, dann werde ich es heute mit den Aufnahmen lassen, dann seht ihr morgen leider kein Video. Weil dann habe ich auch nach 11 Aufnahmen die Schnauze voll. Hatte ich eigentlich auch nach 10 Aufnahmen. Ich möchte halt für euch unbedingt für morgen ein Video machen. Darum gehen wir mal auf den Griffin. Ja, wegspringen kannst du nicht, bringt dir nichts. Griffin ist weg. Ja, der dreht jetzt sein Schild zu mir. Aber das Schild haben wir schon zerballert. Und wir müssen nachladen. Was sehe ich da hinten? Was sehe ich da hinten? Er wartet, bis ich gelandet bin. Oh, so ein Arsch. Oder er schießt erst gar nicht. Er fährt noch nicht mal sein Schild hoch. Alles klar. Okay, wir können ihm in die Seite feuern, dem Rhino. Ihr seht, wie krass dem sein Leben sinkt. Sein kleines Schild hilft dagegen jetzt auch nicht viel. Okay, es hilft sehr viel. Ja, der Griffin, nee, nicht der Griffin, der Rhino, der wäre auch schon mal weg. Und was kommt jetzt da hinten angelaufen? Hinter mir ist irgendwas, aber es ist mir eigentlich recht egal. Oh, ein Lancelot. Ja, der Lancelot ist eigentlich auch kein Problem. Aber er will nicht hierher kommen, er will erst den Hüpfer da zerstören. So, jetzt bitte komm um die Ecke, dann werde ich dir zeigen, wo der Hammer hängt, Lancelot. Und schaut euch mal an, wie viel Schaden der Lancelot nimmt, obwohl er ein Schild hat. Schaut es euch einfach an. Okay, jetzt haut er ab. Aber er hat ganz schön heftigen Schaden bekommen. Okay, wenn er jetzt wieder vorkommt, dann kriegt er nochmal was in die Fresse. Aber ihr habt gesehen, er hat ganz schön krass Schaden genommen. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Posten ein. Mein Sprung ist gleich nachgeladen. Ja, frontal möchte ich mich mit dem jetzt nicht messen, weil der hat eine Thunder drauf. Das ist nämlich kein Ancelot, zum Glück. Ja, er versteckt sich hier lieber, weil er sieht, dass es ihm sehr weh tut, was hier die Punisher an ihm anrichten. Ja, komm nur vor. Ihr seht, trotz seinem Schild zieht ihm das ganz schön böse sein Leben weg. Ich muss noch ein bisschen nachladen. Aber ich habe Angst, er hat eine Thunder drauf, das tut weh. Okay, er hat jetzt gewartet, bis ich hervorkomme. Und ich bin leider auch zerstört. Ja, jetzt packe ich mal hier die Geckos aus. Zwar ein bisschen fehl am Platz auf dieser Map, aber 25% sind die Teile stärker geworden und die hauen ganz schön rein. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört, aber bei mir zu Hause ist gerade ein Baby. Mein Vater hat Besuch. Das nervt mich gerade ein bisschen. Aber egal, das da scheint ein Leo zu sein, weil der verliert nicht allzu viel Leben. Ja, Schmerzen hat er auf jeden Fall durch die Geckos. Das kann ich euch garantieren. Das gefällt ihm auf jeden Fall nicht. Ich muss mal schauen, wie hoch ich gehen kann. Okay, hier kann ich nicht mehr weitergehen. Okay, bis hierhin. Habe ich halt
hier keinen Wirkungsbereich mehr, aber halt hier. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er durch die Mitte geht, da ist nämlich kein Posten zum Einnehmen. Aber wenn er hier vorkommt, dann... Ihr seht, es zieht ganz schön. Und es war erst die Hälfte. Ich laufe jetzt halt einfach mal vor hier mit dem Gecko-Patten. Ja, ich mag ihn. Auf jeden Fall, jetzt wo er gebufft worden ist, ist er ganz schön krass unterwegs. Und ja, er ist langsam. Für einen Medium-Roboter ist er langsam. Das muss ich schon sagen. Aber ihr habt gesehen, die Punisher, die sind ganz schön böse geworden. Auch wie viel Schaden die am Lancelot gemacht haben. Die haben ihn einfach gnadenlos runtergehauen. Und hier ist jetzt ein Griffin. Wenn er schlau ist, haut er vom Leo ab. Ich weiß nicht, wie viel Leben der Leo hat. Okay, er springt zurück. Ja, okay. Leo, schieß nur auf mich, aber meine Geckos, die sind zu krass für dich. Ja, okay, da haut er auch lieber ab. Weil die Geckos machen ihm dann doch zu viel Schaden, hat er doch ein bisschen Angst vor. Jedes Mal, wenn ein neuer Roboter spawnt, fängt mein Spiel an zu laggen. Merkt ihr das? Das ist echt ein bisschen kacke. Ja, wieder ein Lag. Er spawnt, mein Spiel laggt. Das ist natürlich wieder hässlich. Vielleicht kommt er hier um die Ecke. Hoffentlich hat er kein Schild, weil das wäre dann blöd. Weil ich möchte natürlich auch die Geckos hier ein bisschen präsentieren. Auf jeden Fall, die Geckos ziehen im Griffin fast schon das halbe Leben. Oh yeah. Vielleicht zerstört er hier den Kameraden. Wenn nicht, er fällt jetzt sein Schild hoch, aber ihr seht, keine Chance gegen die Geckos. Die ziehen sein Leben gnadenlos runter. Autsch! Konzentrier dich auf was anderes. Okay, jetzt sind es nur noch zwei, da zieht es natürlich nicht mehr so schön. Jetzt ist es nur noch eine. Ein Schuss noch und ich bin weg. Ja, das war's dann auch. Was habe ich noch so? Ja, die Orkans sind ebenfalls stärker geworden. Ich glaube um 15% oder um 25%. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und unser Balken ist ziemlich weit unten. Ich gehe jetzt halt einfach mal in die Mitte. Und ich merke, ich rede gerade eben wie ein Wasserfall. Ich sollte mal ein bisschen langsamer reden. Ja. Der Fujin auch sehr langsam. Aber drei Bewaffnungsplätze, ganz schön heftig. Also drei mittlere, besser gesagt. Ja, wenigstens hat es hier dieses Mal mit dem Punisher geklappt, Alter. Nach der 11. Aufnahme. Die 11. Aufnahme, Mann. Endlich. Der Leo, der lebt immer noch. Das ist... Wow. Na, überlebt das? Er überlebt sogar noch. Krass. Ja, der schnappt mir hier alles weg. Okay, jetzt ist er tot. Jetzt kriegt der GR-Trampolin-Mensch oder wie auch immer der heißt, mir eigentlich relativ egal. Oh, einen Raijin. Oh, das gibt nochmal extra, viel extra Schaden für mich. Ja, er tut mir auch weh, aber für die neu gebufften Orkans eigentlich ein Kinderspiel, so ein kleiner Raijin hier zu vernaschen. Ich weiß nicht, auf welchem Level der war. Er hieß Trampolin, der Typ, oder? Was steht da? TPA, ich nenne ihn einfach Trampolin. Ich schau mal, auf welchem Level der Trampolin von der Raijin von dem Trampolin war. Auf jeden Fall, die Punisher, die sind ganz schön böse geworden. 633.000 Schaden. Ja, der Leo, der hat mir hier ein bisschen die Show gestohlen. Weil der hat einfach ziemlich viel abgezogen von mir. So, jetzt bin ich gespannt, auf welchem Level. Ein Level 10 Raijin, der hat 221.000 Leben. Mein Raijin ist auch auf Level 10. 221.000 Leben habe ich jetzt einfach so mit den Orkans auf Level 10. Einfach so locker easy peasy vernichtet. Das ist wow. Also die Orkans, die sind ganz schön krass geworden. Und ich habe hier auch jetzt... Oh, ich muss nur noch zwei Posten einnehmen. Dann bin ich mit Carnage Schritt 4 von 5 fertig. Dann bin ich bei Carnage Schritt 5 von 5 und dann bin ich 1 quasi. Nö, ich will jetzt keinen Zug fahren, sorry. Dann bin ich quasi 1 vor der Tempest. Und ja, auf jeden Fall, die Punisher sind echt Bombe geworden. Und die Orkans ebenfalls, die Geckos ebenfalls. Ich finde, der Buff ist unglaublich geil. Ich finde es sehr, sehr geil, dass sie die Sachen gebufft haben, weil die Roboter wurden ja vor ein paar Monaten, vor ein paar vielen Monaten ganz schön krass gebufft.
Leo sein Leben zum Beispiel von 120.000 auf 155.000 im Basislevel. Das ist ganz schön heftig gewesen. Und ich finde es jetzt auch gut, dass es so gebufft worden ist. Aber trotzdem, wow, dass ich so ein Level 10er Raijin einfach so zerstöre mit meinen 10er Orkans. Das ist auch schon, das ist krass. Auf jeden Fall, ja, ich bin froh, dass ich nach 11 Aufnahmen es endlich hinbekommen habe, hier ein gescheites Video zu bringen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Let's Play. Bis dahin, ciao!